Wenn man klein ist, glaubt man jeden Mist. Also wurde ich zum Christ, doch Kirchgänge sind nix für mich. Waren sie auch noch nie. Und so änderte ich meine Lebensphilosophie und checkte das Leben als Buddhist. Ein bisschen Judo, Karate, Kung Fu und Meditieren war schon geil, doch als Teenie will man Neues ausprobieren. So kam ich zum Islam, las den Koran in der Moschee. Ich aß kein Schwein, war clean und wollte auch nicht ficken. Zum Glück wurde ich schon als Säugling beschnitten. Doch dann kamen die Drogen und ich begann zu kiffen. Ging auf Reggae-Partys, lernte Dinge über Jah. Mir wurde klar, dass jeder mit ihm down ist, doch jeder auf seine Art. Mein Rasta-Leben ist vorbei, trotzdem weiß ich Bescheid. Über ein Ei, Haile Selassie und den ganzen Scheiß. Was willst du mir erzählen? Mein Aussehen macht mich heilig? Das bezweifle ich, denn ich hab mich mit Gott geeinigt. Ich bin, was ich bin, was ich werde, ist noch offen. Ich musste viele Phasen durchleben, doch an Rap blieb ich kleben. Wie das merke ich auf E. Es tut mir weh, das zu sehen, trotzdem muss es weitergehen. Man muss ja nicht alles verstehen. Jeder wie er möchte, ich bleibe bei Joints und Köpfen. Werde auch weiterhin meine Inspiration daraus schöpfen. Manchmal denke ich nach und dann schäme ich mich für damals. Doch dann höre ich den Chorus und weiß Bescheid, das war mal. Schäm dich nicht für das, was du mal warst. Am besten scheiß drauf und komm damit klar, was da ist. Das Leben geht weiter, wenn du willst, dann bleib stehen. Wir werden unseren Weg gehen, du wirst schon sehen. Schäm dich nicht für das, was du mal warst. Am besten scheiß drauf und komm damit klar, was da ist. Das Leben geht weiter, wenn du willst, dann bleib stehen. Wir werden unseren Weg gehen, du wirst schon sehen. Kleines ist eben alles anders. Warum sollte ich mich schämen? Wenn man klein ist, hat man keine Probleme. Man denkt vielleicht, es wären die Eltern oder wachsende Zähne, aber nein, im Nachhinein gesehen kein Problem. Für mich sollte die Scheiße erst so ab der Schulzeit losgehen. Kaum eingeschult, schon vom Lehrer angeschult. Also musste ich ihm zeigen, dass mit mir zu fronten nicht cool ist. Keiner kam drauf klar, sie haben gesagt, dass es zu krass ist, ihn mit dem Bleistift zu pieken, es war nur Ausdruck meines Hasses. Klasse wechseln, upturn, neue Spasten kennenlernen. Doch hier war alles anders, irgendwie war ich hier gern. Jeder hat drauf geschissen, ob vorne Lehrer sitzen. Ich war der Mittelpunkt der vierten mit meinen neuesten Witzen. Meine neuen Freunde waren so cool und sie hatten immer Geld. Sie waren genauso alt wie ich und haben gemacht, was ihnen gefällt. Ich wollte sein wie sie, also tat ich, was sie taten. Ich hab mir irgendwas geklaut, hing so rum und machte einen Harten. Doch dann kam Rap, er hat meine Augen weit aufgerissen. Seitdem schließe ich sie nicht mal beim Schlafen, nur ganz kurz beim Pissen. Manchmal, wenn ich nachdenke, dann schäme ich mich für damals. Doch dann hör ich den Chorus und weiß Bescheid, das war mal. Schäm dich nicht für das, was du mal warst. Am besten scheiß drauf und komm damit klar, was da ist. Das Leben geht weiter, wenn du willst, dann bleib stehen. Wir werden unseren Weg gehen, du wirst schon sehen. Das, was du mal warst. Am besten scheiß drauf und komm damit klar, was da ist. Das Leben geht weiter, wenn du willst, dann bleib stehen. Wir werden unseren Weg gehen, du wirst schon sehen. Schäm dich nicht für das, was du mal warst. Am besten scheiß drauf und komm damit klar, was da ist. Das Leben geht weiter, wenn du willst, dann bleib stehen. Wir werden unseren Weg gehen, du wirst schon sehen.